tun Sie, um gesund und fit zu bleiben? Naja, also allererstens trinke ich keinen Alkohol, das ist Punkt Nummer eins. Ich rauche ein bisschen, aber sehr wenig. Ich versuche, proteinreich zu essen und das Leben zu genießen. Sie haben jetzt eine Biografie geschrieben. Ja. Was hat Sie motiviert und bewogen, alles mal aufzuschreiben? Die Frage ist ja schon öfter an mich herangetreten worden und ich habe mich da eigentlich immer dagegen verwehrt und dieses Buch ist zu mir gekommen. Also die Frage wurde an mich herangetragen schon mehrfach und irgendwann habe ich beschlossen, es beruhigt mich nicht oder reicht mir nicht aus, das zu lesen, was die Presse über mich schreibt, sondern jetzt schreibe ich das über mich, was ich gerne geschrieben und gelesen haben möchte. Ich finde den Titel toll. Können Sie ihn nochmal erklären? Also mein Buch kommt raus am 6.11. und der Titel ist Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Das meint, dass alle hinfallen. Jeder von uns fällt hin und das ist überhaupt keine Schande. Und in Deutschland heißt es immer so, wenn du scheiterst, wird mit dem Scheitern so viel Energie verbraucht. Und ich habe beschlossen, dass es viel spannender ist, das nach dem Scheitern aufzuschreiben und den Leuten zu sagen, es geht. Das ist ja vor allen Dingen ein Mutmachbuch. Es ist keine Beichte, es ist kein Ratgeber, sondern ich habe einfach versucht zu zeigen, wie ich es gemacht habe und woran ich glaube. Und das werden hoffentlich viele Menschen lesen. Das war's. Was hat Ihnen geholfen in der Zeit? Was hat Ihnen dieses Wiederaufstehen? Das können Sie alles nachlesen. Das werde ich jetzt nicht verraten. Nein. Aber es war bestimmt kein leichter Weg. Gab es Hürden? Gab es Dinge, wo Sie sagen, das war der große Knack? Alles nachzulesen ab dem 6.11. bei Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Das werde ich jetzt nicht vorher verraten. Das werden Sie verstehen. Das darf ich auch gar nicht. Dann habe ich aber noch eine Frage, wenn Sie in die Zukunft schauen. Was wünschten Sie sich für sich persönlich? Was wünsche ich mir für mich persönlich? Also Weltfrieden, logischerweise die Abwendung vom Kapitalismus, das wünsche ich mir persönlich. Ich versuche das schon an mir selber, also weniger brauchen, weniger kaufen und spannende Rollen für Frauen ab 40, Gesundheit für meine Kinder und für mich und dass die Deutschen aufhören zu jammern, sondern sich freuen an dem, was sie haben und teilen. Und das sage ich schon vor Weihnachten, also ne? Das ist nicht jetzt erst in so einer Woche vor Weihnachten, komm, teilen und abgeben und ein bisschen Bescheidenheit und Dankbarkeit. Sie sind eine starke, schöne Frau, kann ich ja mal so sagen. Wie kann ein Mann ihr Herz erobern? Das frage ich mich auch im Moment. Im Moment habe ich dafür keinen Platz, aber das heißt ja nicht, dass das nicht irgendwann wieder so sein wird.